Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Produktvorstellung des SIC Maui Raptor. Ich stelle euch wie immer den Wing hier kurz an Land vor mit den Features, den Details, was uns aufgefallen ist. Den Testbericht lest ihr natürlich wie immer auf wingsurf.world. Und erstmal kurz zur Marke oder zur Entstehung des Wings sozusagen. Das wurde in Kooperation mit Core Kiteboarding entwickelt. Den Wing gibt es in Größen von 3.0 bis 7.0, jeweils in 1 Quadratmeter Abstufung. Und wir haben ihn in der Größe 5.0 eben getestet. Zum Lieferumfang gehört bei SIC die Leash, die ist relativ lang. Das war in Manövern dann manchmal, ja, hat man sich da so ein bisschen verheddert, aber das ist auch natürlich ein bisschen eine Gewöhnungssache. Tasche und Pumpe ist auch dabei. Und wenn man sich die Ausstattung mal anguckt, dann fällt auf, dass das Material hier an der Front Tube sehr, sehr robust wirkt. Also es wirkt sehr, sehr straff und sehr, ja, fest, das Ganze. Und wenn wir hier einmal auf die Unterseite gucken, dann sieht man, dass der Wing sozusagen eine getrennte Strut, also die Front Tube ist von der Strut getrennt. Das heißt, man hat zwei Ventile zum Aufpumpen. Hintergrund ist der, dass die Strut mit 8 PSI aufgepumpt werden soll, die Front Tube nur mit, ja, 6 bis 7, maximal 7,5 PSI. Man kann also hier ein bisschen spielen. Bei weniger Wind beispielsweise soll man die Front Tube ein bisschen weicher aufpumpen. Zum Anpumpen soll das ein bisschen besser sein. Bei viel Wind, wenn es um Kontrolle geht, kann man sie dann eben auch ein bisschen härter aufpumpen. Und deshalb also diese unterschiedlichen oder diese zwei Kammern, die voneinander dann auch getrennt sind. Das hat natürlich den Nachteil, dass man beim Aufpumpen eben, ja, zweimal anstöpseln muss. Beim Entlüften ist es natürlich auch ein bisschen schneller, weil die Luft aus der Strut nicht durch diesen kleinen Schlauch, durch dieses Zwischenventil durch muss und ihr eben dann die Strut auch schnell entlüften könnt. Der Wing hat, wie ihr sehen könnt, kein Fenster. Das ist Geschmackssache natürlich. Für Anfänger ist es unserer Meinung nach immer besser, wenn man ein Fenster hat. Man surft einfach ein bisschen sicherer und sieht auch, wo man in den Halsen hinfährt. Natürlich hat man den Nachteil, dass man beim Falten oder beim Rollen auch aufpassen muss, dass man nicht übers Fenster rollt und dann unter Umständen auch den Wing beschädigt. Ja, kurz noch zu den Handles. Die haben uns eigentlich sehr gut gefallen. Erstens, weil sie sehr schön gepolstert sind, sehr fest sind. Sie sind aber auch relativ groß oder größer als bei vielen anderen Wings mit Handles. Das heißt, man hat hier seitlich so ein bisschen mehr Spielraum. Man kann vor allem auch, wenn man mit großen Händen und Handschuhen wingt, dann eben auch die Handle auch gut treffen. Man kommt mit diesen drei Griffen wirklich gut aus. Die Position passt sehr gut, ohne jetzt den Testergebnissen da vorwegzugreifen. Der Wing lag sehr schön ausbalanciert in der Hand. Diese Transfer-Handles sind sehr groß. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Und ja, das waren so, denke ich, die wichtigsten Features zu diesem Wing. Wie er fährt, lest ihr natürlich, wie gesagt, auf wingsurf.world. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.